Ich begrüße euch zur vorerst letzten Jobklassen-Quest des Dragoons im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward. Ja, stramm gestanden ist jetzt hinten meine kleine Marionette, wie sie stramm steht und genauso wie ich hier sehr gespannt sind, wie es weitergehen wird. Jetzt in den letzten Jobklassen-Quest mit Stufe 58, letzte Folge ging es ja richtig mal los und ich bin sehr gespannt, wie es jetzt enden wird. Ich hoffe ja auch so. An der Stelle mal der Hinweis, ne? Also in der Beschreibung findet ihr mal die Playlist der kompletten Jobklassen-Quest des Dragoons. Sowie auf meinem YouTube-Kanal Seed Movie sämtliche anderen Jobklassen-Quests, die ich auch schon von Level 50 oder teilweise von Level 1 bis 60 hochgespielt habe. Also, jetzt gehen wir los. Wir werden unser Interface standardmäßig einblenden, damit ihr auch wisst, wie es ausschaut aktuell. Und hier stehen wir wieder beim Elbrick vorerst das letzte Mal und ich bin gespannt, ob wir die Heustine noch irgendwie retten können. Sie hat ja Drachenblut eingeflößt bekommen von den Heretikern. Das haben wir ja in der letzten Folge gehört und das ist natürlich ganz dramatisch, besonders als Dragoon, der ja stetig gegen Drachen kämpft. Und jetzt besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass Heustine selbst zum Drachen mutiert. Das ist echt eine ganz üble Nummer. Und hier sehen wir es auch gerade nochmal, Stufe 60er Quest mit dem Namen Das Blut des Drachen. Ja, hier kriegen wir noch ein bisschen Gil abschließend und eine letzte Fähigkeit mit dem Namen Geires Kugul. Interessant. Reaktivierungszeit 10 Sekunden, Aktivierungszeit sofort und bewirkt folgendes. Du führst eine physische Attacke auf alle Gegner in gerader Linie vor dir aus. Also ein netter Cleave, ein bisschen mehr Damage auf mehrere Gegner, das freut mich. Sehr schön, sehr schön. Und auch wieder die Bedingung Drachenherz. Das haben wir die letzten zwei Fähigkeiten ja auch schon gesehen, die ich bekommen habe. Das basiert alles auf der Fähigkeit Drachenherz, um diese neuen Fähigkeiten zu nutzen. Also alles auch eine Timing-Frage. Ich bin sehr gespannt, wie das dann auch bei der finalen Rotation ausschauen wird. So, aber jetzt genug gequatscht vorerst. Jetzt geht's los zum Finale. Und der Elbrick sagt, wie immer zur rechten Zeit am rechten Ort, Serena. Soeben meldeten die Astrologen, dass Heustines Erzfeind Garudi sich zum träumenden Drachen im westlichen Hochland von Kaertas begeben will. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass auch Heustine dort auftauchen wird. Und sie kann deine Hilfe beim Kampf gegen die Blutdrachen sicher gut gebrauchen. Die Dragoons dürfen unter keinen Umständen erfahren, dass ihre Kommandantin zu einem Drachenblüter geworden ist. Ja, ich hab's gesagt, das wäre echt übel. Dann wird sie auch noch umgebracht. Ich werde ihren Einsatz unter irgendeinem Vorwand verhindern. Keine Angst. Wenn sie hören, dass die Azur-Drachenreiterin ihrer Kommandantin beisteht, lassen sie sich überzeugen. Ihr seid also ganz auf euch gestellt, doch ich vertraue auf eure Kraft. Brich auf, sobald du deine Vorbereitung getroffen hast. Ich werde am Urteilsfeld auf dich warten. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum träumenden Drachen. Ja, es hört also dort auf, wo es im Endeffekt auch fast bei allen Jobklassen-Quests auch angefangen hatte, des Dragoons. Erstaunlicherweise sehr präsent im westlichen Kuertas, wo wir jetzt hier wieder hin müssen. Wir waren einmal nur im dravanischen Vorland, glaube ich, gewesen, in Fidaark. Und sonst haben die ganzen Jobklassen-Quests eher so im westlichen Hochland von Kaertas sich abgespielt, zumindest des Dragoons. Das ist schon etwas verwunderlich, denn sonst bei den anderen Jobklassen-Quests, die ich ja bis jetzt gemacht habe, ich zeige es mal kurz eingeblendet, was ich schon alles auf Level 60 habe. Da wurde ich ja quer durch die ganze Welt geschickt und war Laufbursche oder hab da wirklich von A nach B bin ich gehechtet. Und hier ist das alles ein bisschen auf ein Gebiet mehr oder weniger fokussiert, weil es ja auch sehr Drachenfeeling hier auf leben lässt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es ausgehen wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja wirklich noch, dass wir die Heustine irgendwie retten können, dass wir irgendwie das Blut aus sie wieder rausbekommen, das Drachenblut. Ja, oder sie wird selbst als Drache jetzt mutieren und dann gegen den Blutdrachen final kämpfen. Das kann natürlich auch sein, ne? Dann gibt das so einen richtigen Showdown. Und ich sehe hier, oh mein Gott, ihr Vater ist auch da. Nein. Nein, nein. Hier der Montegrains, das ist hier ihr Vater. Ich weiß gar nicht, ob er das schon erzählt bekommen hat vom Elbrick, dass ihre Tochter ja, dass seine Tochter ja jetzt hier Drachenblut hier in sich trägt. Boah, das wird übel. Der ist ja auch total der Hero, also ein richtiger Held hier in den Reihen der Dragoons. Das würde ziemlich viel Schmach über seine Familie bringen, wenn das jetzt rauskommt. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt enden wird. Also, legen wir los. Elbrick sagt,
Ich habe mich schon ein wenig umgehört. Phineas Vollstrecker haben eine Frau gesehen, die auf den träumenden Drachen zuhielt. Sie soll eine Lanze getragen haben und in Kämpfe verwickelt gewesen sein. Vermutlich mit den versprengendsten Resten von Amatheons Gefolgschaft. Und Monterens fragt, meine Tochter ist mutig und stark, doch alleine gegen Graoli? Ich bitte euch, Serena, ihr müsst ihr beistehen. Wenn sie gekämpft hat, sollte es Spuren geben. Folge ihnen. Wir werden euch nacheilen, so schnell uns unsere alten Füße tragen. Möge Halone mit euch sein. Oh, ich weiß nicht, ob der Vater das sehen sollte. Wie die Tochter sich jetzt gleich zum Drachen verwandelt. Oh, ich befürchte, wir werden ein paar Blutspuren sehen. Und dann final irgendwie ihre Verwandlung, oder? Das ist meine Theorie, meine Vermutung. Oh Gott, was hier passiert. Also hier liegt ein Drache. Ja. Und hier liegt auf jeden Fall ein Drache. Ein bisschen zerlegt und auch ein paar Heretiker anscheinend, oder? Eine Ansammlung von Kampfspuren, so nennt sich das hier also. So. Hier hat scheinbar ein heftiger Kampf stattgefunden. Fußspuren, die von einer Frau stammen könnten, führen nach Norden. Oh wei, Leute. Oh wei. Ich vermute Böses. Das wird echt übel, glaube ich. Oh Mann, noch mehr. Noch mehr Tod sehen wir hier. Diesmal zwei Drachen und wieder auch ein paar Heretiker. Auch hier fand ein Kampfhandlung statt. Du entdeckst weitere Fußspuren, die nach Westen führen. Ich hoffe nicht, dass diese Kampfhandlungen aus purem Hass geleitet sind. Ah, was haben wir denn hier? Ja. Wenn das nicht unser Blutdrache ist, hier haben wir ja vor ein paar Folgen gesehen, wie die Heustine auf seinen Rücken gesprungen ist. Und dann aber später abgeworfen ist. Abgeworfen wurde. So, meine Güte. So, warte mal kurz. Bevor wir loslegen, mal kurz abchecken. So, es passt. Also, jetzt kommt es, glaube ich, zum finalen Showdown. Seid gespannt, was passieren wird. Auf geht's. Da sind wir also vor Ort und stehen vor dem Blutdrachen mit seinen blutroten Augen. Und Heustine sagt, da ist er, Serena. Garudi der Hundertschlechter, König der Ketzer, Geißel von Ishgard. Gemeinsam werden wir über den Schrecken triumphieren. Das Drachenblut pulsiert täglich stärker in mir, doch ich werde seinem Ruf nicht nachgeben. Nein, Rache will ich üben für all jene, die Graoli sich untertan gemacht und aus der Blüte ihres Lebens gerissen hat. Und wenn es seine Tyrannei beendet, bin ich gerne bereit, das meine zu geben. Ich schwöre bei Perius. Der finale Kampf beginnt. Auf geht's. Diese Lanze wird dein schwarzes Herz durchbohren. So, wir sind mitten im Fight. Und schauen wir mal, was wir jetzt hier ausrichten können. So, ich bin markiert worden. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ah, okay. Macht also einen kleinen Frostatem. Kein Problem. So, auf geht es. Achtung, er greift aus der Luft an. Ja, okay, das heißt ausweichen. Ja, aber das ist auch alles kein Problem. Oh, okay, aufpassen. Heustine, pass doch mal ein bisschen besser auf. Was habe ich dir gelehrt? So, weiter geht's. Das war jetzt nicht so spektakulär. So, auf geht es. Mal schauen, was du noch auf dem Kasten hast. Ich hoffe mehr als jetzt. Was du uns zeigst. So, jetzt bin ich hier tiefgefroren. Ich hoffe, dass die... Ich kann nichts machen. Ich hoffe, dass die Heustine mich auch ein bisschen dann später heilt. So. Ich heile mich mal kurz selbst mit Chakra.
Chaka geht immer. So, ich glaube, jetzt ist er richtig wütend, sagt die Heustine. Ja, wäre ich auch, ne? An seiner Stelle. So, auf geht es. Ausweichen. Ah, jetzt bin ich gerade gesprungen. So, jetzt hebt er wieder ab. Mal schauen, was er jetzt macht. Also standardmäßig mal ein paar Flächen. Das ist kein Problem. So, mal gucken, wo die Frostfläche jetzt kommt. Ja. Alles noch entspannt. So, jetzt landet er wieder. Einmal. Ich traue mich gerade nicht so richtig, Zahn um Zahn zu aktivieren. Dadurch mache ich zwar mehr Schaden, aber ich kassiere auch mehr Schaden. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Oh, Leute, was ist denn los hier? Aber ich kriege wenigstens Heilung. Das ist schon mal sehr gut. So. So, ich mache doch mal Zahn um Zahn. Ich riskiere es. Max Damage. So, das passt also. Einmal. Ich würde gerne mal von hinten angreifen. Das geht natürlich nicht, wenn ich jetzt hier tanke. Somit kann ich auch nicht die neuen Skill Fächerstoß mal richtig ordentlich anwenden. Wow, 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 wow. Wow, jetzt haben wir aber schon was kassiert. Ich glaube, da wird jetzt Heustine angecharged, oder? So, ah, jetzt kann sie mal taken. Ah, das ist immer gut. Habe ich gerade noch erwähnt. Schade, dass ich nicht von hinten angreifen kann, aber jetzt geht's da mal. Warum nicht? So, aber jetzt habe ich... Oh, jetzt dreht er wieder um. Das Problem ist nur, jetzt habe ich hier nicht Drachenherz ready. Naja, egal. Ist auf jeden Fall jetzt nicht allzu spektakulär. Vom Fight zumindest. Also jetzt nicht vom Move, meine ich. Ich meine, vom Fight ist es schon cool dargestellt. Und auch die Musik, das macht immer einiges her, finde ich. So, das passt. Gleich habe ich Drachenherz wieder ready. So, einmal. Zack. Nicht locker lassen. Es ist fast geschafft, sagt Heustine. Jetzt hebt er wieder ab. Jetzt kommt gleich sein finaler Move, denke ich mal. Mal schauen. Jetzt gleich ausweichen. Es passt. Und von rechts nach links kommt der Drache wieder angedüst. Heustine hält sich auch recht wacker, hat kaum Leben verloren. So, jetzt werden wir mal eine Rotation draufhauen. Und dann haben wir es schon fast wieder geschafft. So, Drachenherz auch nochmal aktivieren. Vielleicht können wir noch einmal... Das geht echt wieder um. Fächerstoß will ich mal gleich anwenden eigentlich. Aber er will nicht so richtig. So, warte. So, jetzt mal Fächerstoß von hinten und auf geht's. Bam, so schaut's aus. Finish Move. Für alle, die du leiden liest, sagt Heustine. Spielinhalt beendet. Da haben wir es auch geschafft. Nur hat Heustine ziemlich viel Kraft verloren durch diesen anstrengenden Fight. Und mal schauen, was sie uns jetzt zu sagen hat. Wie sie sich die Zukunft vorstellt. Und ob sie diese überhaupt beeinflussen kann. Und das sieht nicht gut aus. Das Drachenblut pulsiert in ihr. Kann sie die Kraft aufwenden, sich zu wehren? Heustine sagt, es ist vollbracht, Sarina. Ich habe dem Einfluss des Drachenbluts getrotzt und meine Pflicht erfüllt. Dank deines Beistandes. Deine Rechtschaffenheit soll mir auch in Zukunft ein Vorbild sein. Ich werde mich nicht von der Kraft der Drachen verführen lassen. So stark und tapfer wie du will ich auch werden, Azur Drachenreiterin. Meine erste Aufgabe soll es sein, ein Mittel gegen das Drachenblut zu finden und all jene zu helfen, die davon kosten mussten. Heusine, du lebst und Gauli ist besiegt. Ich bin so stolz auf dich, sagt wohl der Vater, gehe ich davon aus. Und da kommen sie. Vater, was machst du hier draußen? Das ist doch viel zu gefährlich, sagt Heustine. Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu nehmen. Noch einmal läufst du uns nicht davon. So gerne ich dich begleiten würde, Vater. Ich kann es nicht. Das Blut der Drachen fließt durch meine Adern. Ich darf unsere Familie nicht der Anklage der Häresie aussetzen.
Deine Sorge ist unbegründet, Heustine, sagt Albrick. Nur wir wissen von dem Vorfall. Er wird unser Geheimnis bleiben. Nein, das Risiko ist zu groß. Selbst jetzt spüre ich in mir das Verlangen erneut vom Blut der Drachen zu kosten. Stark wie eine Azur-Drachenreiterin wollte ich werden und Stärke ward mir zuteil. Doch der Preis war hoch. Verdammte Drachenbrut. Ein Spross der Hoffnung, zertreten von boshafter Klauen. Es ist noch nicht zu spät, Heustine. Du wirst dein Ziel erreichen, das weiß ich gewiss. Wir werden auf dich warten. Bis dahin wohnst du in unserem Herzen. Oh oh. Hab Dank, Vater. Ich werde den Einfluss des Blutes besiegen, das verspreche ich dir. Wie lange es auch dauert, ich gebe nicht auf. Drachenköpfe werden rollen und Schuppen unter dieser Lanze brechen, bis der Tag endlich kommt. Ich kehre zurück. Das schwöre ich bei Perions. Ach, ist das schön. Sie kämpft also weiter. Gegen das Drachenblut in ihr. Und wir werden sie sicherlich bald wiedersehen. Und da haben wir es wieder geschafft. Wir sind Level 60 und speziell jetzt die Jobklassenquest Level 60 haben wir abgeschlossen mit dem Namen das Blut des Drachen. Mit der neuen Fähigkeit Geires Okugul. Da haben wir die neue Fähigkeit erlangt und auch sämtliche Jobklassenquest absolviert. Das war's also gewesen. Drachenreiter, Spitzenreiter, 2 Errungenschaft erlangt. Ja, was bleibt dir zu sagen? Also es ist schon, ja, es war wie schon zu erwarten von der Story, war es wirklich hinten raus eine ganz interessante Geschichte. Es war auch wieder was Neues. Ne? Man muss das ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon, das sage ich oft, aber es ist einfach so, ja, schon einige Jobklassenquests absolviert. Und es ist schon echt eine schöne Sache. Und auch von der Story her, es war wieder ein bisschen was anderes. Es war jetzt nicht so, wo man denkt, ja, das ist jetzt total spektakulär und das haut mich jetzt total aus dem Sitz. Aber es war schön gemacht wieder. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie auch diese ganzen Jobklassenquests, die jetzt aktuell mit Stufe 60 erstmal beendet sind, wie es denn später sein wird mit der nächsten Erweiterung, ob wir denn auch die einzelnen Charaktere wiedersehen und was aus ihr der Heusine wird. Was wird aus ihr? Werden wir sie denn später als Drache wiedersehen? Werden wir vielleicht gegen sie kämpfen müssen? Was passiert in der Zukunft? Also ich bin schon sehr gespannt und ich bin zuerst mal sehr positiv angetan von dieser Jobklassenquest, die jetzt dann damit vorerst endet. Und ich hoffe, ihr hattet auf dieser kleinen Reise mit mir zusammen genauso viel Spaß und es hat euch gefallen, dass ich das auch jetzt hier wieder mal vorgelesen habe, wie es auch schon die letzten Monate gemacht habe und würde mich über eine Rückmeldung eurerseits natürlich sehr freuen, um zu erfahren, ob das auch euch gefällt, ob ihr das auch in der Zukunft sehen wollt. Also sprich, auch wenn eine neue Erweiterung am Start geht, wollt ihr das auch von mir vorgelesen haben? Ist das interessant? Oder sagt ihr, nein, das möchte ich nicht, denn im Endeffekt möchte ich es selbst erleben und ich möchte nicht gespoilert werden. Also schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es freuen. Und ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, genauso viel Spaß wie ich und freue mich dann auch schon, euch zu einer weiteren Jobklassenquest von vielen anderen Klassen begrüßen zu können. Als nächstes wird es dann der White Mage sein, der ist ja schon Stufe 56. Und sobald der auf Level 60 ist, geht es auch da weiter mit den Jobklassenquests. Und seid gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß in Final Fantasy XIV Heavensward, genauso wie ich. Und sagt dann mal, bis zum nächsten Mal zu weiteren Jobklassenquests im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.